Das Thema heute bei Comic Room. Der Aufruf unseres Comic Room Readers führt geradewegs zum neu gestalteten i-Regal mit i-Schober für Comicalben, i-Sammelmappen für Comichefte und i-Boxen für Comic-Taschenbücher. So wird ein digitales Abbild meines realen Regals erschaffen. Puristisch in der Ausführung, kein Firlefanz mit Holzregal realistischen Fotos, keine tiefen Wirkungen mit Schattierungseffekten oder aufwendigen 3D-Animationen. Nein, hier treffen visueller Minimalismus und die Fokussierung unserer Leidenschaft für E-Comics zusammen. Und so sieht das Ergebnis nun aus, inklusive einiger weiterer Slipcases, die ich noch für dieses Video hinzufügen konnte. Tom hat für die Titelbilder einer Comicsammlung und auch für die einzelnen Seiten eines Comics immer die gleiche Darstellungshöhe gewählt, für jede Ebene, also auch für alle Arten der Slipcases auf der Startseite. Das bewährte aufleuchtende blaue Regalbrett ist beibehalten. Dies erscheint immer unter den Slipcases, den Titelseiten und den einzelnen Seiten eines Comics, über die ich mit dem Mauszeiger fahre. Eine zielsichere Auswahl kann somit getroffen werden. Anhand der Breite und auch Anzahl der Slipcases einer Sammlung kann ich Rückschlüsse auf die ungefähre Zahl der Comics ziehen. Wie viele in dieser Sammlung genau sind, kann ich mit einem Mausklick erfassen. Ein Klick auf den Slipcase und links oben hinter dem Titel der Serie steht die Zahl. Und wechsle ich von der Ebene der Comics einer Sammlung auf die Ebene eines Einzelheftes, so kann ich die Anzahl der Seiten des Comics wieder in der linken Seite oben ersehen, direkt hinter dem Titel des Comics. Rechts haben wir eine statische Buttonleiste mit den für uns wichtigen Zugriffen platziert. Diese sind immer direkt anwählbar und verschwindet erst im Fullscreen-Modus einer Comicseite, also dem Lesemodus. Ich durchlaufe mal alle Ebenen unseres Readers, wobei ich den Button Bibliothek außen vor lasse. Hierüber will mir ja Tom später noch etwas erzählen. Erstens die Comicsammlung. Dies ist unsere Startseite, das i-Regal, also die erste Ebene. Die Buttonleiste zeigt mir in Blau mit Comics die aktuelle Ebene an. Als weitere auswählbaren Links habe ich nur das Lesezeichen und Zurück. Sammlung ist hier deaktiviert. Wähle ich eine Sammlung aus, so klicke ich mit der Maus einen der Slipcases an. Das blaue Regalbrett erscheint unter meiner Auswahl. Verweile ich mit der Maus auf den Slipcases, dann dimmt sich ein Bubble mit der Bezeichnung der Comicsammlung ein. Zweitens, die Sammlung einer Comicreihe. Ich befinde mich in der zweiten Ebene, gekennzeichnet durch die blau markierte Sammlung in der Buttonleiste. Nun sind alle weiteren Links aktiviert. Ich kann von hier zurück in die erste Ebene Comics, das Lesezeichen auswählen oder auch den Zurück-Knopf wählen. Drittens, das Einzelcomic. Nun die dritte Ebene. Ich finde keinen blauen Button mehr vor. Alle Buttons sind aktivierbar. Neu hinzugekommen ist der Link Sammlung. Mit ihm komme ich zurück zur Comicsammlung. Wie schon zuvor komme ich auch hier mit einem Klick zur Ebene zuvor zurück, stehe aber wieder ganz oben. Das Zurück ermöglicht mir stattdessen einen Rücksprung an die Stelle, von der ich startete. Viertens, der Lesemodus. Diese vierte Ebene hat keine Buttonleiste mehr. Klar, ich will ja im Fullscreen-Modus den Platz auf dem Bildschirm optimal ausnutzen. Stattdessen gibt es virtuelle Felder, in denen ich mit der Maus nützliche Links anwählen kann, als die da wären. Rechts unten einmal geklickt, blättere ich zur nächsten Seite. Links unten einmal geklickt, blättere ich wieder zurück. In den oberen Bereich einmal geklickt ist gleichbedeutend mit zurück. Das Lesezeichen setzen kann ich mit einem Doppelklick oben rechts,
Das Lesezeichen Löschen wird dagegen mit einem Doppelklick links oben erreicht. Um in die Sammlung zurückzuwechseln, brauche ich nur in die Mitte der Comic-Seite zu klicken. Ein Wechsel vom Fullscreen-Modus direkt in das i-Regal geht nicht. Das heißt, von der vierten zur ersten Ebene geht es immer über die Sammlung, also den Klick auf die Mitte einer Fullscreen-Seite. Fünftens und letztens das Lesezeichen. Das Lesezeichen wäre unsere fünfte Ebene. Auf dieser Seite werden sie abgelegt. Von hier können sie auch wieder gelöscht werden. Dies geschieht mit einem Klick auf die hier abgelegten Comic-Seiten. Jedes Bookmark wird mit folgenden Informationen zur gespeicherten Comic-Seite hier abgelegt. Eine Nummerierung des Bookmarks, der Name der Sammlung, der Comic-Titel und die gespeicherte Seite aus diesem Comic. Die beiden letzteren werden zudem grafisch dargestellt, zur leichteren Orientierung, also die Titelseite des Comics und die gespeicherte eigentliche Comicseite, das Bookmark. Damit hat Tom unseren E-Reader wie in unserem Projektziel vor mehr als einem Jahr definiert, erfolgreich programmiert. Das ist also unser Comic Room Reader.